Exiled. Sexiled. Works for me. Oh, Burr. How far is this cabin anyway? This cabin is the coziest, most romantic love den you will ever lay your eyes upon. If we ever make it. I have a feeling luck's on our side. Play your cards right and maybe you will get lucky. Hey, porn stars. You're gonna need these. Porn star? I'd pay to see it. Gross. Hey, I'm sorry to kick you out like that. No worries, man. Oh, I'm sure you'll find a way to entertain yourselves. Mm-hmm. You have fun with the peanut gallery. Oh, I almost forgot. Gotta fire up the generator so you can see where you're going. It's dark out there. All right. Roger that. I think Josh was flirting with me. Okay. You want to invite him up with us? Wait, really? What? No. Ah, sie ist auch noch so dumm und glaubt das, als wenn er kommen soll. So behindert man. Das ist so dämlich, ne? Alter, mein Gott. Hey, Hot Lips. Photo booth? All right, read my mind. Okay. Yay, Foto. Oh mein Gott. Good effort. Next time I get the camera, okay? Well, okay, but it's not easy holding the thing all like backwards and forwards at the same time. Okay, let's go. I've got cabin fever. Ich wollte ihre Brüste fotografieren. Lustig. Burr, it is freezing out here. Now, that's something I can help you with. And how are you gonna do that? I got a few things in mind. Ja, auf zur Hütte, ne? Die ist ein kleines bisschen entfernt. Gut, sie will erstmal noch was. Was willst du denn? Wo ist... Maybe if we're lucky, she'll try and follow us out here and get eaten by a bear. Ja. Machen wir einfach mal, ne? Die ist total kacke. I think you bring out the worst there. Is that so? Epic jealousy. Suck it. Suck it, so würde ich das auch sehen. Huh. Guess this thing needs juice or something. Didn't Josh say there was a generator? Ja, den sollen wir anmachen. Der... Ja, ist hier drin, ne? War doch... Guck mal, hier ist noch was. Mike, wouldn't it be nice to fire up the Jenny and get moving? What's a Jenny? Das frage ich mich auch gerade. Gefahr, Tote. Oh mein Gott. Oh mein Gott, halt doch die Fresse, Mann. Der ist doch hier drin. Was ist dein Problem, ey? Ich meine, wir haben gerade einen Gefahrtotem gefunden. Right. Let's see. Boom. Nice one, Mikey. Woo, you are a wizard. A wizardy wizardy wizard. Oh mein Gott, da stand irgendein Typ. Ja, und man, ach, es ist so schlimm, wenn man ganz genau weiß, dass da gleich irgendwas passiert, aber der Ton, der da kommt, ne? Der ist einfach so laut, dass man sich trotzdem erschreckt. Es ist einfach nur schrecklich. Sam, the gates shall open. Pretty good, right? Yeah, totally. No, this is awesome. Oh, yeah. I bring the hits.
Okay, hier ist eine schöne Brücke. Und wir folgen ihr natürlich immer noch. So psyched right now. It's like a little adventure, a sexcapade. Police. From Hannah and Beth. I think they'd clean it up. Well, they never closed the investigation. Okay, I'm getting the creeps now. Warum? Das verstehe ich nicht. Warum kriegt sie Gänsehaut, weil der Fall nicht abgeschlossen wurde? Wir fragen einfach mal. Barely even remember what happened. Well, what I remember is that we played a stupid half-baked prank that probably got Hannah and Beth killed. Hey, I mean, it's not our fault they ran into the woods. Yeah. How could anyone have expected them to do a dumb thing like that? Ja, könnte man so sagen. Ich wäre da eher anderer Meinung. Es war total dumm, sowas zu machen. Gut, man kann wirklich nicht damit rechnen, dass sie auf einmal in den Wald rennt. Und vor allem nicht, dass, Wow, das kam jetzt wirklich überraschend. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter. Kann natürlich auch keiner damit denn rechnen, dass die dann auch sterben, ne? Oh, no way am I going back to the lodge, aka Wax Museum, to drink hot chocolate. Jess! Fuck! Hey, Jessica! Yep, hey! Okay! Holy crap, you scared the heck out of me. How do you think I felt? You didn't hit your head or anything. As far as I can tell, I still have all 7 of my limbs. yeah. Can you get out? I don't know. I can hardly see anything down here. So, ich würde einfach mal sagen, die ist sowieso strohdumm. Da brauchen wir auch nicht sagen, schieb die Lore, das schafft die sowieso nicht und spring runter. Gott, dieser Typ, Mann. Kann er es bitte mal lassen? I imagined us grunting together. This is not what I pictured. Cool. Das hat doch mal geklappt. Hat super geklappt sogar. Ein bisschen umgucken. Na, dann kann es ja weitergehen, wenn alles in Ordnung ist, ne? Oh, Nelly. This place is giving me the willies. And not the good kind of willies. Can I offer you a little comfort and reassurance? We'll save it for the cabin buster. Was für ein Willi, Alter? Was ist das? Ein Totem, oder? Man kann das so schwer erkennen gerade. Ja, sieht so aus. Alles klar. Ein Glückstotem, wie sie halb nackt auf dem Boden voller Blut und so liegt. Also, naja. Kann man auch sehen, wie man will, ne? Einige sagen,
Es ist Glück. Andere sagen, es ist nicht so gut, wenn man da so auf dem Boden liegt, aber naja. You all right? Yeah. Close one. I don't think this place is up to code. Yeah, I'm thinking it's time to go. Da bin ich ausnahmsweise mal Ihrer Meinung. Ich würde sagen, wir gehen hier ganz schnell mal weg. Okay, wir gucken uns nur noch kurz hier um. Da hat nämlich schon was. Ist was auf dem Tisch. Jesus. This place is a real fixer-upper. Ja, ein paar Danger-Schilder, Kennzeichnungen. Steht da unten? Blackwood Mines with was? Ich kann das leider nicht lesen. Kann man da irgendwie rüber? Froil and Section oder so? Kann das sein? Weiß ich leider nicht. Schwer zu lesen. Ich hab's versucht. Ja, hier geht's noch nach rechts. Nein, sie geht einfach nach geradeaus weiter. Geht's da jetzt nicht? Sicher? Kann er bitte nicht so blöde sein? Nee, da ist was vor. Warte, 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 warte. Ich hab hier. Hä? Das will ich jetzt noch, da will ich noch hin. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Wo war denn das? Ah, hier war das. Wonder who's out there. Eine Zigarette, die noch frisch ist. Und eine Zigarre. Wow. This place is like historical. Holy Batcave. It's gotta be Native American, right? I don't think the miners were getting their arts and crafts on, no. No, it's like a shrine or something. A shrine to what? Für Schreiner. Für Schreiner. Keine Ahnung. Das finde ich ziemlich cool, aber das wollte ich noch zeigen. Ich dachte, das wäre nämlich da vorne, aber da vorne konnten wir ja nicht rein. Deswegen, ja, lauf dagegen. Warum nicht? Kann sie sich bitte mal beeilen? Weißt du, wir laufen die ganze Zeit hinter sie. Hinter ihr her und. Ja. Sie blockiert einen immer. Verletzt. Yeah, endlich draußen. Cool. Oh, guck mal, da hinten geht's weiter. Ich wollte eigentlich. Ich dachte, man konnte da runter gucken. Aber nein. Ein Totem. Oder. Ja. Schon wieder einer? Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Warte, 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 das macht keinen Sinn. Wo war das? R1 war das. Wir haben erst ein Glückstotem, wo sie da lag. Und jetzt haben wir ein Verlusttotem, wo sie darunter fällt irgendwo. Und. Oder das soll sie doch sein, ne? Weil sie. Da liegt sie ja so, ne? Da ist sie so. Und da fällt sie runter. Ich kann ja mal kurz alle anklicken, damit er nicht mehr neu steht. So. Wir haben hier noch die Sachen. Da haben wir auch schon was. Ich denke, das gucken wir uns alles mal später an. Wir haben auch hier
Hier steht das übrigens auch alles, ne? Sam hat Chris Privatsphäre respektiert und Chris freute sich, Sam zu sehen. Also, da geht's dann weiter. Sind halt noch ein paar Sachen und das kann man halt bei jedem machen. Nicht bei jedem kann man weiterblättern, aber. Wieso steht hier neu? Matt hielt während des Streits mit Jessica zu Emily. Yeah. Mike eilte Jessica sofort zur Hilfe. Jessica bewunderte Mikes Heldenmut. Ja, und das ist natürlich, das verändert halt das Spiel. Hier weiß ich nicht, was, wenn ich wahrscheinlich eher nicht zu Emily gehalten hätte, hätte da was anderes sein können. Deswegen. Aber ich denke mal, so ist das gerade in Ordnung. So passt das, denke ich mal, alles. Finde ich persönlich auch so gut so. Also den ersten mache ich halt so auch, wie ich das generell entscheiden würde. Und danach kann man ja mal gucken, wie man das so macht, ne? Da kann man auch mal die totale Kacke machen. Also was man halt nicht hätte, was man nicht getan hätte. Josh said cabin, I felt like Abe Lincoln. Where do you see the Lincoln bedroom? Oh, are you planning on getting presidential on me? I'm gonna take a ride on Air Force One. all right. Save it for the stump speech, buddy. Oh, a telescope! Gonna look at the trees, gonna look at the clouds, gonna look at the cabin. Whoa. You alright? I just saw someone at the cabin. Alles klar, sie hat jemanden da gesehen. Wen? Okay. Ich würde aber sagen, das war nicht bei der Hütte. Hey Jess? Mhm. Stay close by, okay? What's up? This posting says there's some brown bears up here sometimes. Oh, Michael. I have the best idea. What? Let's go hug a bear. Come on, please. Come on. Let's not hug a bear. Ja, würde ich auch sagen, dass wir das lieber lassen. Blackwood Pines, Gebirgsbewohner. Mackenzie Wolf, Canis Lupus Occidentalis. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Möglicherweise werden die Wolfsbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzly Bear, Ursus Arctos Horribilis. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti. Cervus canadensis Nelsoni? Alter. Die lateinischen Namen sind schrecklich. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, Bullen, dafür bekannt, ihre Herde vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Ja, mit dem Wolf, den Bären und da hinten, was man nicht sieht, den Wapiti. Rocky Mountain Wapiti. So, muss ich jetzt hier runter, oder? Ja. Achso, ich muss das aufmachen noch.
Oh, die Musik, was ist los? Okay, sie hat auf einmal aufgehört. Der Wapiti ist weg. Wo ist der hin? Man weiß es nicht. Man sieht halt aber auch wirklich nicht so viel. Sending us up here? Really? What? I didn't figure you for the glass half empty type. You got a better idea? Stand back, Debbie Downer. Oh, boo! Show off. Hey, Mike. You've got something on your face. Ah! Boo! Okay. Okay. Well, that's how it's gonna be. Yes?